Lang lebe Radovid! Sie sind irre geworden, Hexer. Haben den Verstand verloren. Jetzt wollen Sie Anderlinge verbrennen. Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Sei gegrüßt, Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Und das war? Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit zwei Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen. Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Ja, tut mir leid, ich bin hier, um... Sprich leise. Ich weiß genau, warum du hier bist. Sie warten. Bitte hier entlang. Hier entlang, nach oben. Hexer Geralt? Da hoch! Der Boss wartet schon. Geralt, da bist du ja. Gut. Du hättest einen einsameren Ort für die Planung eines Mordanschlags aussuchen können. Alle denken drüber nach und viele würden es tun. Wir brauchen keine Angst zu haben. Außerdem hat dieser Ort eine gewisse Tradition. Ist vielleicht sogar legendär. Falka hat hier ihren Aufstand geplant. Und auch König Fridangs Ermordung. Vergleichst du dich etwa mit Falka? Soweit ich mich erinnere, gibt es in Redanien kaum jemanden mit einem blutigeren Ruf. Ihre Rebellion hat den Lauf der Geschichte verändert. Das haben wir gemeinsam. Was das Blutvergießen angeht, wollen wir nur Radovid tot sehen. Es freut mich, dass du mitmachst. Ich war mir nicht sicher, ob du auftauchen würdest. Ich habe deine Einladung erhalten und bin gekommen. Das ist alles. Kommen wir zum Geschäft. Meinen Mitstreiter dürftest du bereits kennen. Ross, du hier? Ehemalige Spione. Wir haben einen Verein gegründet. Du hast mal einen König beschützt. Willst du jetzt einen anderen ermorden? Ich bin nicht stolz darauf, aber in meinen Augen gibt es keine andere Lösung. Radovid hat zu oft nur seine eigenen Interessen durchgesetzt. Als Kedven um Hilfe bat, ist er einmarschiert. Als ich ihn darum bat, Vysima zu helfen, hat er mich wieder fortgeschickt. Der Krieg ist beinahe vorüber, die Entscheidung naht. Wir müssen schnell handeln. Ich mache mir nichts vor. Nur ein toter Radovid bedeutet ein freies Temerien. Wie soll das gehen? Radovid ist doch Temeriens Verbündeter. Nur solange meine Kämpfer tun, was er verlangt, seine Truppen zu unterstützen. Wenn er den Krieg gewinnt, wird er die ehemaligen Grenzen ignorieren. Er wird sie nicht wiederherstellen. Er träumt von einem Reich des Nordens. Solange er lebt, wird es kein freies Temerien geben. Aber wir wollen dich nicht mit politischem Geschwätz langweilen. Radovid ist eine Bedrohung für Triss und Yennefer. Vergiss das nicht. Das sollte deine größte Sorge sein. Na gut, was willst du von mir? Einer unserer Leute hat sich mit einem Informanten getroffen. Er ist nicht zurückgekehrt, aber der Plan hängt davon ab, was er in Erfahrung bringen konnte. Wir müssen ihn finden. Und du bist der beste Spürhund weit und breit. Spürhund, hm? So, so. Kannst du mir noch mehr sagen, wo dieser Mann zuletzt gesehen wurde, zum Beispiel? Er gibt sich als fahrender Schuster aus. Er sollte den Ponta überqueren. Das hat er wohl beim redanischen Grenzposten getan. Wir haben einen Mann dort, der sicher mehr weiß. Er nennt sich Gregor.
Gut, ich rede mit Gregor. Danke. Und lenk nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich, wenn's geht. Denk daran, dieser Einsatz entscheidet die Zukunft. Die Zukunft Temeriens und des Nordens. Ich weiß. Ich versuch's nicht zu vermasseln. Bis dann. Wir zählen auf dich, Geralt. Hat dich jemand reinkommen sehen? Niemand außer Madame Serenity und einem Lakai. Auf der Straße, meine ich. Niemand. Lassen wir. Ich bin nicht mehr. Solltest du auch sein. Ich weiß. Und ich bin es. Bin eine Weile durch die Straßen geschlendert, um Verfolger abzuschütteln. Ich bin genauso lange Spion wie du. Du brauchst mir keine Lektionen zu erteilen. Nirgendwo gibt es schönere. Von der Jaruga bis zu den Drachenbergen. Reiern oder nicht reiern? Das ist hier die... Hupsa! Ja. Wir können es gleich hier treiben oder beim... Hallo, mein Hübscher. Frauen weg, da kommt ein Hexer. Was ist das? In so herrlicher Natur. Wenn ich groß bin, werde ich Schlachter. Wie mit diesem Pass auf, wo du hintrittst. Ich hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Auf die Knie vor dem ewigen Feuer. Die besten Vorräte in ganz Novigrad. Nicht drängeln, es reicht für alle. Es drängelt doch gar keiner. Sehr gut. Manieren haben immer Vorrang. Zeig doch mal. Das beste Angebot, weit und breit. Eins zum Preis von zwei. Noch mehr. Meinst du, ich weiß nicht, was für ein Satansbraten du bist? Streitlustig, wie? Du kannst passieren. Scheiße! Ich suche Gregor. Du hast ihn gefunden. Wer bist du? Geralt von Riva. Dijkstra schickt mich. Ich habe dich erwartet. Gehen wir eine Runde. Du hast deinen Wachposten aber hübsch dekoriert. Auf Befehl unseres barmherzigen und gnädigen Herrschers, des guten Königs. Was haben sie verbrochen? Der Rechte ist ein Weideler aus einem Dorf in der Nähe. Hat jemanden den falschen Rat gegeben. Die Freunde des Mannes haben ihn verraten.
Und der links wurde von seinem Nachbarn in dessen Groll der Hexerei bezichtigt. Nur Menschen, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Nicht Radovids Fehler. Und wer macht die Gesetze, durch die Leute für solche Verbrechen gehängt werden? Reden wir. Ich nehme an, du weißt, warum ich hier bin? Es geht wohl um unseren Freund, den Schuster. Er ist auf dem Weg nach draußen hier durchgekommen, ist noch nicht wieder zurück. Gestern hat eine Patrouille einen verlassenen Karren abseits der Straße gesehen. Ich wollte nachsehen, ob es seiner ist, aber ich konnte hier nicht weg. Danke. Darauf lässt sich aufbauen. Leb wohl. Warte. Hast du einen Passierschein? Ohne kommst du nicht wieder zurück. Ja, ich habe einen. Gut. Viel Glück. Danke. Bis dann. Lang lebe, etc. etc. Oh, mir ist zum Speien nach diesem Gelage in der Taverne. Du siehst aber schlimm aus. Der Karren sieht intakt aus. Seltsam. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja was. Kampfspuren. Jemand wurde niedergeschlagen und davongeschleift. Sein Träger wohl ist? Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Wo sein Träger wohl ist? Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Was macht er hier? Hallo. Weg, Hexer, du. Schuhe sammeln nicht. Das sehe ich.
Ich frag mich nur, woher diese Schuhe stammen. Schuhe hier wachsen, wie Pilze. Schuhe wachsen nicht auf dem Boden. Weißt du, wer sie hier zurückgelassen hat? Rock nicht reden. Sonst Ärger mit Ock und Pock. Ock und Pock. Sind das deine Freunde? Findergroße, Ock und Pock. Menschenfinder auf Karren mit Großschuhe. So groß. Was haben sie mit diesem Menschen gemacht? Ock, Pock, Mann zur Höhle bringen. Dort. Habt ihr ihn gefressen? Nein. Knochenmann, Dünnmann. Bäh. Ock sagen Mann Schuhe machen. Für Ock, Pock und Rock Schuhe machen. Brauchst du überhaupt Schuhe? Schuhe an Menschen. Schuhe wollen Ock, Pock und Rock. Große Trolle sein, wie Menschen. Bis dann. In der Nähe muss eine Trollhöhle sein. Das reicht. Thaler? Ich hätte es wissen müssen. Niemand sonst hätte den Trollen das Fluchen beigebracht. Geralt? Mensch, das ist ja eine verdammte Ewigkeit her. Wer sollen? Ganz ruhig, Ock. Dieser Mistkerl ist ein alter Freund von mir. Freund, Alter, gehen! Sonst wir werfen in Suppe. Ich wäre wirklich nur ein zäher Bissen. Das stimmt. Seht ihn euch an, den verdammten Bastard. Nichts als Haut und Knochen. Nun, liebe Trolle, muss ich weiterreisen. Ihr übt, was ich euch beigebracht habe. Nächstes Mal gibt's eine Scheißprüfung. Thaler nicht gehen! Thaler sitzen! Arsch runter! Thaler Schwanz und Schuhe machen! Wie ich sehe, seid ihr Freunde geworden. Aber Thaler muss mit mir mitkommen. Verdammt! Thaler nicht gehen! Thaler Schuhe machen! Aber ich brauche ihn. Thaler hierbleiben! Du Schuhe haben! Ock Schuhe nicht haben! Ock nicht haben! Bock nicht haben! Thaler Schuhe machen! Thaler los! Immer mit der Ruhe. Thaler kommt ja wieder zurück. Er muss mit mir gehen, um Leder für eure Schuhe zu holen. Hä? Hört auf, Geralt! Er sagt die verfluchte Wahrheit. Seht euch eure Füße an. Die sind scheißriesig. Ich brauche ein verdammtes Lederbündel, um eure Schuhe zu machen. Verstanden? Ich und Geralt, wir holen das verdammte Leder. Dann kommen wir zurück und machen eure vermaledeiten Schuhe. Schuhe Pock für und Rock für? Zwei Paar für jeden von euch Arschgesichtern. Thaler gehen, aber zurückkommen muss. Ich wusste, dass ihr Saftsäcke gute Kumpels seid. Bleibt hier, bin bald wieder da. Ich muss zugeben, du kennst dich mit allen aus. Kinder sind keine Trolle und umgekehrt. Außerdem sind Hexer steril.
Du hast dich kein bisschen verändert. Immer noch beißend wie verfaulter Rhabarber. Wie läuft das Leben? Och, ich mach's wie ein Kartoffelkäfer. Ich bin still, halte mich raus und ernähre mich von verfickten Kartoffeln. Es ist lange her. Berichte. Nilfgaard hat den temerischen Geheimdienst in einer einzigen Scheißnacht zerlegt. Bin gerade so mit dem Leben davon gekommen. Hab meine Sorgen ersäuft, bis meine Leber Zeta und Mordio geschrien hat. Und was machst du jetzt? Basisarbeit. Rumhängen, beobachten, zuhören, Fragen stellen, neue Agenten anwerben. Mach's gut. Ja, mach ich die meiste verdammte Zeit über. Danke. Danke nochmal, Geralt. Ich komme ab jetzt alleine klar. Und ich werde Roche und Dijkstra berichten, wie du Ock und seine Freunde erledigt hast. Sie werden bestimmt so beeindruckt sein, dass sie sich in die Hosen scheißen. Und was hast du jetzt vor? Wie meinst du das? Zurück nach Novigrad gehen. Dijkstra, Roche und ich müssen unseren Plan in die Tat umsetzen. Ich frage nochmal. Einzelheiten? Vergib mir, Kumpel, es geht einfach nicht. Wenn's nur nach mir ginge, würde ich alles ausspucken. Du bist vertrauenswürdiger als alle, die ich sonst kenne. Aber ich handle nicht allein. Darum darf ich keine einseitigen Entscheidungen treffen. Mein Mund bleibt zu. Leider. Na gut, verstehe. Du warst Hehler in Vysima. Wie bist du zum Schuster geworden? Ich hab mir den unauffälligsten Beruf ausgesucht. Die Hehler-Sache, miese Tarnung. Hab zu viele Leute verärgert. Die Aufmerksamkeit konnte ich nicht brauchen. Dann wollte ich Schankwirt werden. Da trifft man viele Leute, die meisten davon Idioten, aber die reden über alles Mögliche. Aber man hängt an einem Ort fest, wie ein alter Köter an der Kette. Immer im selben Hof. Aber ein Schuster kommt rum, ja? Davon kannst du ausgehen. Hab sogar diesen schicken, rollenden Stand gebaut. Sehr schick. Ein Volltreffer. Ich hab damit ein kleines Vermögen gemacht, seit der Krieg angefangen hat. Diese Arschlöcher in Uniform marschieren ohne Unterlass. Weißt du, was passiert, wenn sich ihre Scheißstiefel auflösen? Ihre Füße bluten und werfen Blasen. Kein Soldat, der nicht seine Mutter für ein paar bequeme Kampfstiefel verkaufen würde. Bis dann, Thaler. Und viel Glück. Oh, das kann ich brauchen. Radovid ist ein gewiefter Hund. Aber wir finden schon einen Weg. Bald wird der ganze Scheiß-Norden davon reden, wie er gefickt wurde.
Passt auf, dass er nicht auch über drei Attentäter spricht, die gevierteilt wurden. Keine Angst, Geralt. Wir wissen, was wir tun. Leb wohl!